Klingt bedauern nicht ganz wohl. Die MacPads Enduro 2 einmal ausprobieren. Sonst wohin machen kann. Oh, das war deutlich weniger. Sind wir doch mal ganz ehrlich, viele von uns fühlen sich auf Klickpedalen nicht ganz wohl, würden aber gerne die Vorteile genießen. Und wenn es dir genauso geht, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Die Klicks machen einen guten Job. Dieses Video ist nicht gesponsert, aber ich wollte unbedingt die MacPads Enduro 2 einmal ausprobieren. Und wie gut ich damit zurechtkomme, das siehst du in diesem Video. Wir haben die MacPads Enduro 2. Dann wird mehr Zugkraft versprochen, die man um 2 Grad verändern kann. Jeden üblichen SPD-Pedalen verbinden können. Gesamtes Gewicht von 447 bis 477. Einen runden Tritt. Gut, wir haben hier ein bisschen Altpapier, Anleitungen. Vielleicht hier auch deutlich sinnvoller, dass man sie liest. Und hier die ganzen Magnetplatten für die Schuhe, die am Ende durch diese beiden Schrauben an den Schuh kommen. Nach einem schönen Aufkleber, den man sich ans Bike oder sonst wohin machen kann, kommen wir zum Eigentlichen und zwar zu dem Pedal. Und ich muss sagen, einen guten runden Lauf. Hier sind die Magnete. Das sind in diesem Fall die 150 Newton Magnete. Man muss dazu sagen, die gibt es auch nochmal in 200. Ich habe mir bewusst die kleineren bestellt, weil ich erstmal sicher gehen wollte, dass ich damit zurechtkomme. Und wenn ich hier mit leichter rauskomme, dann nehme ich die kleineren. Wenn mir der Grip nicht groß genug ist, dann werde ich dann vielleicht auf die 200er Magnete wechseln. Ihr seht, die ganzen Pins sind noch nicht reingeschraubt. Das finde ich eigentlich super. Man hat hier auch eine komplette Auswahl von verschiedenen Pins. Wir haben einmal 4x10, 4x12. Natürlich waren die für die Schuhe. Und hier hat man die unterschiedlichen Größen der Pins. Die sind von beiden Seiten schraubbar. Also man kann sie kurz und lang reinschrauben. Oh ja, hier ist ein Puffer drin. Das ist so ein Gummipuffer. Ja, das macht durchaus Sinn. Bin gespannt. Ich werde die ganzen jetzt einmal montieren. Und dann haben wir ja hier die Aussparung mit den 2 Löchern. Und wenn wir hier unsere Metallplatte nehmen und hier festschrauben, und man sieht schon, dass es ist nicht komplett bündig, so soll man die Flexibilität eines Klicks weiter erhalten. Und dann nehme ich euch einmal mit auf den Twelch. Kleiner Table. Ein Double. Noch ein Double. Alles easy peasy abrollen. Okay. Schön, schön. Noch ein Double. Den lassen wir mal aus. Nice. Zum spaßigen Part. Oh, viel zu kurz. Warte. Rot, rechts, blau. Okay, links, blau. Schauen wir mal. Wird schon nichts kommen. Slow, langsam, okay. Ach, Schlammloch, verstehe. Da fehlt uns ein Buch. Nice. Ja, okay. Der ist gar nicht so steil. Aber nice. Nice. Sehr nice. Aber sehr schön, sehr, sehr schön hier.
bin begeistert. Und wenn ich mir überlege, was ich letztes Jahr gefahren bin, das war deutlich weniger. Die MacPads sind auf jeden Fall gut schlammig geworden, aber sie haben gehalten. Ich hatte nie den Kontakt verloren. Ich bin echt begeistert. Ich bin vor ca. 10 Jahren mal Klickpedale gefahren und damit kam ich überhaupt nicht zurecht und seitdem fahre ich Flats. Nach so ein paar Touren kann ich echt nur sagen, gefällt mir richtig und ob es mir langzeitmäßig gefällt, das werden wir noch sehen. Ich habe jetzt die 150 Newton Magnete dran und ich muss sagen, mir reichen die persönlich vollkommen aus. Passt für mich perfekt. Wenn du mehr Haftung haben willst, es gibt das ganze Ding auch mit 200 Newton. Deshalb, wenn dir das ganze Video hier gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Und nun, ride on!